glauben. Aber da bleibt natürlich die Frage, warum schreibt man das Maria zu? Man könnte ja auch sagen, Gott habe das alles bewirkt. Woher kommt der Glaube, die Mutter Gottes habe das gewissermaßen als Mittlerin Naja, vermitteln können? also das ist ganz einfach, das kommt aus unserer Erfahrung mit unseren Müttern. Ja. Wer ein gesundes Verhältnis zu seiner Mutter hat, wird Schutz und Hilfe immer mit der Mutter verbinden. Und lassen Sie mich ganz deutlich sagen, was ist denn das erste Geräusch, was Jesus in seinem Leben gehört hat? Der Herzschlag Mariens ist das erste Geräusch, was Jesus gehört hat hier auf Erden. Und das ist auch das erste Geräusch, was jeder von uns gehört hat. Und wenn wir ein richtiges Mutterverhältnis haben, dann stimmt unser Leben. Der Psychologe, amerikanische Psychologe Stern, hat 50, 30, 40 Jahren ein Buch geschrieben, Flucht vor der Mutter. Und die Flucht vor der Mutter kennzeichnet unsere Zeit. Ida Friederike Görres hat einen Artikel geschrieben, die Flucht vor der Mutterkirche. Also, wer mit der Mutterschaft Schwierigkeiten hat, wird auch mit der Kirche Schwierigkeiten haben. Und Glaube ist immer